Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft. ich sollte ins Bett gehen, es wird schon wieder Nacht. Oh Gott, was war, wieso? Nee, ich muss jetzt unbedingt schauen, dass ich da noch ein bisschen was hole, dass ich hier den Aufgang hier endlich machen kann, weil ich ja da echt am Spekulieren bin, ob es denn da nicht Sinn machen würde, mich nochmal um das Thema Quarz zu kümmern, weil der Quarz geht mir gerade echt aus. Na, Hundi, komm du mal mit. Du musst jetzt nicht alleine hier mal rumrennen. Wobei, oh Gott, ist nicht so gut, ne? Du springst jetzt aber nicht runter. Wenn, dann teleportierst du dich. Das kannst du doch so schön. Ja, ich habe die jetzige Folge unmittelbar nach der nächsten aufgenommen, weswegen ich immer noch nicht weiß, warum eigentlich diese scheiß Erntezeug hier nicht wächst. Genau an diesem Punkt wächst nämlich nichts. Muss ich mal gucken, vielleicht ist da darunter irgendwas. Oder meine andere Vermutung, Lichtlevel. Das könnte vielleicht noch sein, dass es jetzt einfach schlichtweg zu dunkel ist. Das probiere ich jetzt mal eben aus. Das ist nämlich jetzt eine starke Vermutung, dass es das Licht ist hier drin. Denn hier ist es doch ziemlich dunkel. Dann nehmen wir jetzt den Schalter noch, den Hebel. So. Dann schauen wir mal, ob es jetzt funktioniert. Scheint ganz so gewesen zu sein. Okay, dann war es tatsächlich das Licht. Dann muss ich schauen, dass ich mich wirklich gleich noch um die Beleuchtung kümmere, weil dann haben wir da echt keine Zeit mehr. So, das haben wir. Das mit dem Quarz, ja, da muss ich schauen. Ich brauche eigentlich nicht mehr viel Quarz. Es ist eigentlich nur ein bisschen was ich benötige. Oh, die wachsen aber schön schnell. Es ist echt nicht viel. Oder halt eben mit Lehm nochmal arbeiten. Aber den Lehm kann man halt nicht zu Stufen machen. Da müssen wir mal gucken. Wobei, ich glaube, ich entscheide mich für Lehm und werde dann doch nochmal hier aus den Säulen minimal was vom Quarz rausnehmen. Wobei, so viel wird es am Ende nicht sein, was ich da rausnehmen kann. Ach, naja, wir werden schon sehen. So. Ach ja, hier brauchen wir natürlich auch Wasser. Da habe ich jetzt eigentlich fast eine Sache vergessen, die ich noch hätte mitnehmen können. Naja, egal. Bin nämlich gerade am Überlegen, weil wir haben ja jetzt hier oben drei Reihen. Aber in den drei Reihen nur zwei Dinge, die wir da drauf anpflanzen. Aber da werden wir schon noch was finden, was wir da dann machen. So. Ach ja, momentan ist es aber auch wirklich total stressig, jetzt erst eben von diesem GameStar-Event in München zurückgekommen und dann eben jetzt die ganzen Überlegungen, wie wir jetzt das mit dem Kanal mal wieder ein bisschen anders gestalten können, einfach mal wirklich darum kümmern, dass wieder alles ein bisschen mehr Schwung bekommt. Und dann eben hier Wasser, Wasser, so viel Wasser schaufeln müssen, das ist ja gigantisch. So, jetzt haben wir, was? Meint das was da hinten rein? So. Dann haben wir auch hier fertig. Gut. Dann schauen wir mal, wie wir das jetzt machen. Ja, Hundi? Was ist los, Hundi? Eigentlich brauche ich ja nicht beides umpflügen. Stimmt's? Ihr habt mir ja gesagt, dass die Melonen so und so immer nachwachsen. Ach so, hier, das ist jetzt natürlich schwachsinnig. Diesen Weg hier müssen wir dann... Da müssen wir dann noch... Ach, dann nehmen wir das jetzt schnell. Das geht ja eigentlich auch ganz gut dafür. Moment, machen wir es so. Nein. Jetzt ist das Wasser mit Sicherheit nach unten geflossen. Aber hat auch gleich wieder aufgehört. So. Weil dann haben wir hier diesen Durchgang. Der jetzt nicht gut aussieht, aber egal. Wird es so besser aussehen? Ja, machen wir es gleich so. Sehr schön. Dann pflanzen wir da irgendwas, keine Ahnung was, an. Wir haben Melone. Die Melone, würde ich sagen, pflanze ich hier an, weil von der Melone will ich gar nicht so viel anpflanzen. Ich will aber dann fast hier einen Weg durchmachen. Ach, das sind jetzt Kinkerlitzchen, das muss jetzt nicht sein. So, zack, 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 zack. So. Die Melone. Genau, die Melone machen wir hier hinten, einfach aus dem Grund, dass wir Melone eh kaum brauchen. Und ich sowieso eher mehr, na, was machst denn du, Hundi? Tust du baden? Dass ich ohnehin mehr Kürbiskuchen und sowas machen möchte. Deswegen müsste das ja eigentlich so funktionieren.
Dann muss ich aber hier auch mit Sicherheit nochmal umstrukturieren. Aber das hier oben, das lassen wir jetzt einfach mal so. Hauptsache ist, dass überhaupt was wachsen kann. Ob wir vorhaben, das nochmal in den nächsten Tagen zu verändern, ist ja jetzt eigentlich zweitrangig. Weil dann kommt halt hier nochmal so eine Art Weg durch. Mal gucken. So, das haben wir. Das sind eh nur noch zwei Kürbiskerne. Mal super. Ist ja optimal. Haben wir ja kaum mehr was. Wäre es aber vielleicht doch eine Überlegung wert, noch ein bisschen mehr von dem. Ja, die Melonen machen wir jetzt hier drüben noch. Haben wir hier auch noch ein paar. Wir können ja, solange der Kürbis am Wachsen ist, hier noch mit Melone auffüllen. Genau. Perfekt. Hier machen wir auch noch eine Melone hin. Und dann haben wir jetzt noch schön zwei Plätzchen. Machen wir hier noch eine Melone hin. Und hier noch eine Melone hin. So, super. Das sollte jetzt vorerst reichen. Dann müssen wir halt schauen, einen Aufgang brauchen wir. Und ja, da müssen wir halt überlegen, was ist jetzt schneller, wenn wir jetzt Quarz sammeln gehen? Ach so, Hundi, Entschuldigung. Oder wenn wir in den Nether gehen, also oder wenn wir Steaks sammeln? Nee, Lehm, so war das. 12 Bücher? Ich hätte Bücher, aber ich habe die leider gerade nicht zur Hand. Quarz würde uns halt wieder Erfahrungspunkte geben, aber da müssten wir halt jetzt wieder ewig weit rennen, weil. Es ist gar nicht so leicht, diese Entscheidung. Müssen wir gucken. Wo haben wir eigentlich die Eimer normalerweise drin, ne? Ich glaube bei Sonstiges. Ja, tatsächlich. Super. Das, wenn ich jetzt wüsste. Ach so, wir haben ja noch. Ach, das sind noch Samen. Super. Welche Samen? Kakaobohnen. Ach, die haben wir auch noch. Müssen wir auch noch mal irgendwann uns drum kümmern. Nehmen wir mal die Steaks mit. Die Diamanten, die haben wir schon mitgenommen, oder? Was ist denn jetzt mit der Maus los? Die Diamanten. Dachte, die hätten wir mitgenommen. Liegen die unten im Karton? Schade. Ich will jetzt eigentlich gar nicht so viel rumrennen. Ja gut, hilft nicht. Wir haben ja noch eine normale Spitzhacke. Also wenn es an dem Problem scheitern würde, dann glaube ich es aber. Was war jetzt hier? Das war hier drinne. Gut. Wäre es halt aber wirklich. Ah, das ist jetzt echt ärgerlich mit dem Nether, sich da jetzt zu entscheiden. Oder halt doch Lehm sammeln zu gehen und die Säulen auf der Seite mit Lehm zu machen. Ach, ich würde sagen, wir gehen Lehm sammeln. Wir haben zwar nur noch eine Schaufel. Das ist schlecht. Eine Schaufel bringt uns nicht viel, da kommen wir nicht weit. Aber ich möchte das Gewächshaus eigentlich jetzt ziemlich schnell fertig bekommen. Deswegen wäre mir jetzt eigentlich schon ganz recht, wenn wir Lehm sammeln gehen. Da sollten wir nicht so viel rennen müssen. Das sollten wir vielleicht sogar mit viel Glück in dieser Folge noch schaffen. Von daher, naja, die Behutsamkeitsschaufel brauchen wir eigentlich nicht. Ah ja, hier haben wir noch Schaufeln. Optimal. Nehmen wir die hier. Dann packen wir mal den Amboss aus. Wieso 3 Erfahrungskosten? Komm, also bitte, ich will doch das nur ein bisschen reparieren. Oh Mann. 3 Erfahrungskosten. Spinnen doch. So, jetzt aber. Werde gehen, Lehm sammeln. Tschüss, Dorfbewohner. Stummer Dorfbewohner. Da, 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 da. Hundi, kommst du mit? Uni. Da ist er. Komm doch. Komm. Braver Hund. Sag mal, Uni, du hast ja immer noch kein Halstuch. Das wollten wir da ja eigentlich machen, ne? Naja, das bekommst du die Tage dann. Dann gehen wir jetzt diesmal in diese Richtung, das Wasser entlang, auf der Suche nach Lehm. Auf der Suche nach Lehm. Och Mensch. Ich bin ja gespannt, ob wir wenigstens einigermaßen was finden, weil da vorne kommt ja dann schon wieder das tolle Schneegebiet. Hier ist lustigerweise sehr viel Erde. Ich habe keine Lust, nach unten zu tauchen. Ja, ich hätte meine Tür oder so noch mitnehmen können, aber nee, habe jetzt keine Lust. Oh Gott, was soll denn dies? Der Käse, was soll denn das für ein Fluss sein? Der ist mit voll viel Erde.
Da ist Lehm. Geht doch. Geht doch, geht doch. So. Zack, zack, zack. Sehr schön. Ja, von oben wäre es vielleicht besser, ne? Von hier. Weil dann geht's schneller. Es ist halt der Scheiß, dass es halt unter Wasser so lange braucht, sowas wegzubauen. So. Ich denke mal, so viel Lehm werden wir zwar gar nicht brauchen, aber sicher ist sicher, wir nehmen schon mal ein bisschen mehr mit. Da gehen wir jetzt schon ein kleines Stückchen. Hundi, nicht ersaufen. Ich warne dich. So, rauf hier. Und weiter geht's. Auf der anderen Seite schaue ich jetzt nicht. Könnten wir entweder auf den Rückweg schauen, falls wir nicht genug gefunden hätten, oder naja, wie auch immer. Hier geht schon das Eis los. Nee, das war gar nicht Eis, das war Kobbel oder so. Cleanstone. Ja, super. Ja, das, oder es war Sand und ich bin zu doof. Okay. Ja, der Fluss, der geht jetzt hier rüber. Okay, dann gehen wir einfach dem Fluss lang. Irgendwo sollte der Fluss ja auch wieder aufhören. Ja, da hinten ist ein Waypoint. Den Waypoint missachte ich mal jetzt. Ganz, ganz lieb und brav. Wieso ich den missachte, das ist eigentlich ganz einfach, weil ich da kurz mal ein bisschen die Umgebung erkundet habe, weil es ja auch um das Thema Chunks geht oder ging, ob wir denn die Chunks jetzt erneuern oder nicht. Und ich mir halt immer noch nicht 100% sicher war, ob ich denn das jetzt möchte oder nicht, die Chunks zu erneuern. Und habe deswegen einfach mal mit Creative Mode die Gegend ein bisschen abgeflogen und geschaut, was denn eigentlich in der Umgebung liegt. Es ist nichts in der Umgebung, überhaupt nichts, außer ein Dorf. Und da bin ich halt jetzt am Überlegen, ob ich den Waypoint einfach lösche, weil der ist ja erschummelt. Ne? So, also hier scheint ja überhaupt kein Lehm mehr zu sein. Was soll denn der Käse? Ich will doch nur Lehm. Ich glaube fast, Hundi nicht in den Weg stellen. Also erstens sind wir lustigerweise schon relativ in die Nähe des Dorfes. Also wir kämen in die Nähe, wenn wir da jetzt lang gehen. Aber nur so ähnlich. Wow. Ach stimmt, es ist ja schon Nacht. Warum sagt mir niemand, dass es schon Nacht ist? Ist ja schon Nacht. Oh Gott. Hundi, du beschützt mich, ne? Wo ist denn die Lava? Da ist die Lava. Okay. Sieht aber nicht gut aus hier mit Lehm, ne? Sieht überhaupt nicht gut aus. Hier bekommen wir kein Lehm mehr. Wir könnten jetzt mal hier runtertauchen und gucken, aber nee, da ist kein Lehm. Das ist ärgerlich. Ich wollte doch nur Lehm finden. Wissen, wenn wir jetzt, ah, da drüben ist auch nochmal Wasser. Wenn wir mal den ganzen Wassersträngen einfach mal folgen. Finden wir hier vielleicht Lehm. Ist natürlich scheiße, im Dunkeln nach Lehm zu suchen. Weil es im Dunkeln auch relativ schwer erkennbar ist, wie ich finde. Mal das Bett platzieren und mal kurz schlafen. Damit es Tag wird. Geh ins Bett. Bin ich mal gespannt, ob ich jetzt gekillt werde. So. Jetzt könnten wir dein Leben zumindest ein bisschen besser erkennen. Gott, ist es dunkel da unten. Aber auch hier sieht es überhaupt nicht nach Lehm aus. Och Mensch, ich will doch nur Lehm. Gibt's ja nicht. Also entweder finden wir jetzt Lehm oder wir finden irgendwas anderes. Ein Eingang zu einer Höhle, aber das ist mir viel. Ja. Ich habe mal schön das Dungeon-Geräusch. Ist da Lehm? Sieht nach Lehm aus. Das ist Lehm, oder? Lehm! Wuhu! Lehm! Super. Na, wenigstens endlich mal wieder, ey. Ist ja der Wahnsinn. Mal hier ein bisschen Platz. So. Perfekt. Gehen wir mal hier rüber. Na, das sieht mir nach jeder Menge Lehm aus. Was heißt jeder Menge? Es ist jetzt nicht so viel, aber es ist immerhin etwas. Super. Den nehmen wir mit. Den einen Block natürlich auch. Wollen wir ja nicht vergeuden hier. Super, super. Dann gehen wir weiter. Ist hier noch irgendwas Lehmiges? Hier ist mir ja wieder ein Fluss. Wo geht der Fluss hin? Können wir den Fluss nachher. Was habe ich jetzt eingesammelt? Ein Ei?
Keine Ahnung. Lehm. 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 34 Stück. Sollte eigentlich schon fast reichen. Bin mir aber nicht so 100% sicher. Also es wäre schon ganz nett, wenn wir nochmal auf Lehm stoßen würden. Super. Super, dann können wir jetzt aber auch dann auch zurückgehen. Dann haben wir nämlich alles, was wir brauchen. Brauchen wir nicht mehr. Ah, oh, weil das ist ja das Ärgerliche, dass wir hier keinen Sumpf oder so haben. Weil wenn wir einen Sumpf hätten, wäre das viel, viel leichter mit dem Lehm. Das war auch mitunter halt wirklich ein Grund, weil wenn ich einen Sumpf gefunden hätte, dann hätte ich es mir echt überlegt, ob ich das wirklich machen soll, jetzt mit dem Chunks zurücksetzen und so. So, hier hätten wir auch nochmal Lehm. Ja, wenn man schon 10, dann nehmen wir mit. Muss ich auch sagen. Das machen wir dann schon. Weil wir brauchen ihn ja sowieso wieder und man muss ja auch bedenken, dass wir den Lehm ja auch in alle möglichen Farben ändern können. Und auch allein schon von daher ist es ganz gut, wenn wir hier nochmal welchen finden. Ich hoffe halt, dass die noch ein bisschen was machen. Das Lehm technisch wird ja bald kein Problem mehr sein, weil da dieses Biom ja dazukommt. Was ist denn das schon wieder? Ah. Und dann hat man da ja zumindest schon kein Problem mehr. Allein weil auch da auch der gehärtete Lehm da ist. Aber was halt ich sehr, sehr begrüßen würde, wenn sie halt auch quarztechnisch nochmal ein bisschen mehr machen würden, dass man da, wenn man mit Quarz bauen möchte, sich nicht stundenlang und tagelang abrackern muss, um eine gewisse Menge zu bekommen. Und das finde ich fast ein bisschen zu heftig. Weil wenn man bedenkt, wie lange wir im Nether waren, wie viel wir mitgenommen haben und wie wenig das es effektiv am Ende war. Ach, wir brauchen doch mehr Lehm. Dann ist es doch ganz gut, dass wir noch weitergehen. Ich muss ja die Treppe auch noch bauen. Den Aufgang. Den machen wir nämlich dann auch mit weißen, weiß gefärbten Lehm. Wo bist du? Boah, der hat mich jetzt aber erschreckt, ne? Dann hat es nicht gemerkt, aber der hat mich echt erschrocken. Wo ist er denn? Ja, wupp. Bist du jetzt wieder weg? Ja, er ist wieder weg. Okay. Wir folgen weiter dem Wasser. Schauen wir mal, wo das hinführt. Aber es sieht so aus, wie wenn es da vorne versiegt. Schade. Wäre auch eine schöne Erkundungstour gewesen. Das sieht toll aus. Hallo, Hundi. Hm. Aber wir könnten die Gelegenheit nutzen und einfach da mal ein Stück weitergehen. Was ist denn das eigentlich für ein oranger Punkt? Moment. So, das ist auf dem Berg oben. Ach ja, dann nicht. Da will ich doch gar nicht rauf. So. Wo geht's denn hier hin? Das ist voll schön hier. Hallo, Echo. Na, funktioniert nicht. Scheiße. Ah, hier ist schon wieder Wasser. Und hier ist Lehm. Wuhu. Lehm, 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 Lehm. Oh, auch nicht gerade viel. Ja, naja. Ich sage jedes Mal wieder, wir brauchen einen Sumpf. So. 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 Für die Schaufeln ist es eigentlich schwachsinnig, dass die aufgehoben werden vom Inventory Tweaks. Weil die brauchen ja eh kaum was zum Herstellen. Und wenn wir 3 Erfahrungspunkte brauchen, um die zu reparieren, ist es schwachsinnig. Finde ich echt. Finde ich echt ein bisschen too much. Von da kommen wir, oder? Von dem da. Ja, es sieht so aus. Oder kommen wir von hier? Ich weiß nicht, von wo wir kommen. Nee, wir kommen von... Okay, da geht's weiter. Von hier kommen wir nicht. Aber ich glaube, ich muss mich jetzt an dieser Stelle verabschieden. Denn wir haben schon wieder 20 Minuten. Oder fast 20 Minuten. Dann wird's eigentlich Zeit, die Folge jetzt heute zu beenden. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!